Insofern sehen wir natürlich auch hier die Bus2Bus als perfekte Plattform für den Austausch der Key Player im Bustransport. Aber das Interessante eigentlich auch, wenn man in die Future-Foren guckt und so weiter, über den Tellerrand hinaus. Das Thema künstliche Intelligenz, Blockchain-basierte Anwendungen. Ich glaube, ein Riesenthema für die Bus- und für die Transportation-Branche ist die Internet of Things-Integration in die Mobilität rein. Viele Technologien, ob das die Brennstoffzelle ist, aber auch dieses ganze Backbone vom Wetterforecast, also vom Wetterdienst her, das sind alles Raumfahrttechnologien. Die Raumfahrt bestellt eigentlich die Infrastruktur der Digitalisierung dar. Und da ist die Busindustrie mittendrin. Das Wichtigste aus meiner Sicht, um den Perspektivenwechsel jetzt hinzubekommen in der Mobilitätsbranche, ist für die großen Unternehmen so schnell wie möglich mitzumachen.